Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 und zurück in den Wald des Anfangs. Wir haben im letzten Part das haarige Ungetüm besiegt. Allerdings, der Endboss dieser Zone wartet noch auf uns. Bin mal gespannt, was es diesmal für ein Vieh ist. Dadurch, dass wir noch keinen Blick auf ihn erhaschen konnten, weiß ich noch nicht, was wir am besten für Pikmin brauchen. Aber wir nehmen uns einfach mal eine gute Auswahl mit. Und ich denke vor allen Dingen rote, das sind ja glaube ich so ziemlich die besten Kampf-Pikmin. Also rote nehmen wir uns mal am besten einige mit. Machen wir mal 40. Na, komm schon. Dann nochmal, oh ja, ich weiß nicht. Ja, 30, ne? Genau. Und ich habe da unten diesen Knopf nie beachtet mit dem Z für alle Arten. Also vielen Dank auch schon mal für diesen Tipp. Und auch für den jetzt kommenden Boss. Es kam der Tipp rein, ich sollte den Sturmangriff verwenden. Also ich kenne den Boss wie gesagt noch nicht, aber der Tipp kam schon per Kommentar rein. Und ja, wir werden gleich noch sehen, wie gut wir den brauchen können. Aber ich gehe mal davon aus, derjenige wird schon wissen, was er tut oder was er sagt. Insofern, Sturmangriff ist notiert. Kriegen wir hin. So, erstmal wie immer noch ein paar Pikmin anbauen. Da fahren wir ja mal auch noch zwei Knopftriemeln. Na kommt mit, ihr fleißigen kleinen Bienchen. Oha, und wir haben hier auch wieder böse Feinde. Können wir den hier nicht eigentlich auch per Sturmangriff? Oder war das einer von denen, die... Ah, doch, doch, das funktioniert. Ich bin mir da irgendwie immer unsicher. Es gibt ja so ein paar Punktkäfer, die da irgendwie... Vielleicht sollten wir auch rote anbauen, wenn wir so viele mit an den Bus nehmen. An den Bus, ja. Wir fahren mit dem Bus. Zum Boss. Meine Güte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, auf jeden Fall... Ach genau, mit den Punktkäfern irgendwie, es gibt da ja so einen, jedenfalls bin ich da glorreich dran gescheitert mit dem Sturmangriff. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede zwischen den Punktkäfern gibt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Näheres wisst. So, alle 100 da, wunderbar, dann kann es losgehen. Hier haben wir uns ja im letzten Part diese kleine schöne Abkürzung geschaffen. Haben wir eigentlich, ja okay, es sind nicht so viele mit, also ohne Blume oben drauf, sonst hätte man sich auch nochmal Nektar holen können. Okay, Leute, was wird es sein? Was ist es diesmal? Sieht aus, als würde es in Richtung Strand gehen oder so. Das sieht so wie so eine Düne, ne, im Urlaub. Wenn so über die letzte Düne rüber geht. Ja, da hinten sieht man auchs Meer. Aha, und das sieht mir wie ein Telefon oder was soll das sein? Da kommt auf jeden Fall scheinbar das Signal her. Vielleicht so ein aufklappbares Handy. Dieses Gerät hat also das Signal ausgesendet und ein ziemlich starkes sogar. Wir sollten das Gerät zur Drake bringen und analysieren lassen. Es kann uns sicher noch nützlich sein. Na gut, wenn er das sagt, aber ich habe ein wenig Schiss. Hier kommt doch bestimmt jetzt gleich irgendwo... Nein? Kein Boss? Kann ich mir jetzt bald nicht vorstellen, dass wir das einfach... Kaum, dass wir hier anfangen zu buddeln. Oh, oh. Irgendwas, was sich im Sand... Na, no! Was geht denn hier? Okay. Ein... Was bist du denn für ein Wurm? Ein fieser Wurm auf jeden Fall. Ein Dünensandwurm oder so, nennen wir ihn mal. Das ist also jetzt unser böser Bossgegner. Muss ich den ausbuddeln? Ich glaube, da sollte ich nicht reinlaufen. Was macht der denn da? Saugt er die dann... Ah, okay. Das heißt, er macht hin und wieder irgendwie so ein Schlund und saugt da die Pikmin rein. Ich hoffe, ich kann die dann auch wieder mit meiner Pfeife davor retten. Ihr Knabe, jetzt komm auch mal raus. Oder muss ich den ausbuddeln? Ne, ich glaube jetzt... Jetzt kommt er. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück mit dem Sturmangriff. Jo, was ist denn jetzt los? Nee, weiter Angriff, Leute. Das war jetzt zu früh eilig, dass ich die zurückgeholt habe. Nur vielleicht die hier schon mal die... Okay, jetzt aber. Alle wieder antreten. Zu mir, Mädels. Und Jungs, alle. Okay, zumindest bislang noch keinen Pikmin. Komm her. Was macht der kleine Knabe da? Okay, und Angriff, Leute. Ich hoffe, jetzt wird keiner erwischt von dem Stein. Ach, der schießt auf meinen Obermacker, ne? Kann das sein? Und Leute, direkt wieder Angriff. Drauf. Also ich glaube, der... Ach, okay, die getroffen werden, die werden hier so komisch... Leute, zusammen. Nicht, dass der hier gleich wieder so eine komische Kuhle macht. Okay, also bislang ist der Gegner aber auch relativ einfach. Ich meine, das mag natürlich auch an dem guten Tipp. Also ich glaube, der war wirklich Gold wert mit dem Sturmangriff, Leute, drauf.
Gib's ihm! Was ein fettes Vieh, ne? Der hat wahrscheinlich... ne, Captain Charlie gefressen, wollte ich gerade sagen, aber der ist ja noch bei uns. Ach ja. Oje, oje, oje. Da hinten ist der eingebuddelt. Ne, ist nicht eingebuddelt. Ich dachte gerade schon, der wäre eingebuddelt. Aber bislang? Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, wir sollten wohl in Deckung gehen. Ach du großer Gott. Jetzt macht er hier seine richtige Killer-Attacke wieder. Naja, aber soll er mal. Das kriegt man ja früh genug mit eigentlich. Aber wie fies, ne? Der hat hier fast das gesamte Gebiet eingesogen. Also wenn man da nicht rechtzeitig abhaut, kann das schon böse werden. Okay, anvisieren und ganz so Pikmin-Armee. Drauf! Oha, jetzt kommen die großen Geschütze. Wieso bleiben die hier alle stehen? Leute, ist nicht euer Ernst. Kommt schon her, kommt her, kommt her. Oh je, hier sind jetzt ganz viele... Es könnten ruhig auch mal die anderen Captains ein wenig dabei helfen. Oh, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt wird's bitter. Kommt, Leute, kommt, kommt. Nein, nein. Kommt her, Pikmin. Nein. Okay, das Pfeifen hilft irgendwie nur begrenzt. Hör auf. Weil er schlachtet die alle ab. Das kann doch nicht wahr sein. Es lief doch so gut bis letzt. Okay, jetzt hat er die Attacke abgebrochen. Na Gott sei Dank. Okay, 20 Stück durch diese eine Attacke verloren. Unglaublich. Okay, also ich nehme alles zurück, dass dieser Boss nichts kann. Bislang hatten wir wahrscheinlich einfach nur Glück, dass wir seinen Angriffen da gut ausgewichen sind. Und was ich nicht verstehe ist, bislang hat das ja genauso wie jetzt immer super geklappt mit der Sturmattacke. Und der scheint ja dann auch immer sofort umzufallen, wenn nur genug Pikmin ihn getroffen haben. So, alle auspflücken und dann bitte schnell zu mir. Zu mir, zu mir, zu mir. Alle, los. Los, 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 los. Weil wahrscheinlich sollte ich lieber dann die ein, zwei Pikmin opfern, die da irgendwie Angriff. Oh, der ist ja fast down. Leute, kommt schon. Wieso bleibt ihr stehen? Sehen die keinen Weg dahin oder was ist los? Also manchmal verstehe ich die Pikmin nicht. Vielleicht hatte der sich irgendwie so hoch aufgetürmt. Oh ja, jetzt kommt wieder die Attacke. Weg, Leute. Weg, 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 weg. Wahrscheinlich hatte der sich seinen Sandturm so hoch angeschaufelt, dass sie da irgendwie keinen Weg gefunden haben, ihn anzugreifen. Das ist der helle Wahnsinn. Wir haben nichts verloren, außer bei dieser einen Attacke. Aber da dann gleich mal eben ein Fünftel unserer gesamten Armee. Mann, Mann, Mann. Also der Boss hat es dann teilweise in sich. Und ich glaube, jetzt wage ich es dann doch mal mit dem Schmeißen. Nicht, dass das... Aha, aha, aha. Ist er schon kaputt? Sieht so aus, ne? Jawoll. Ja, da kannst du mal brüllen. Deswegen war der so fett. Eine Wassermelone hatte der Knabe gegessen. Im Ganzen. Na, lecker. Huh. Okay. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den guten Tipp mit dem Sturmangriff. Ich glaube, das war echt ein guter Tipp. Wovon habe ich denn jetzt die meisten verloren? Moment, das sind 10, also 22, also ich habe 8 Rock-Pikmin verloren, 5 rote und 7 gelbe. Ja, okay, dann gibt es jetzt gar keine Rasse, von der wir so ganz viele verloren haben, ne? Aber ich glaube, ich werde trotzdem rote den abtransportieren lassen, weil ich habe gelesen, dass das die ganz besten Kampf-Pikmin sind. Und ja, dann ist das doch, Nanu, wieso kommt ihr nicht vorwärts? Müssen wir ja vielleicht das Stück Melone oder woran liegt's? Hä? Ah doch, jetzt bewegen sie sich. Ich wollte gerade sagen, wo liegt denn das Problem? Okay, dann mal Abtransport von den ganzen schönen Sachen. Und dann dürften wir eigentlich auch noch ein bisschen Zeit haben, ne? Wir haben jetzt erst den halben Tag rum. Da können wir uns noch ein bisschen umsehen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas abtransportieren können. So, hier ist noch ein Stück. Oh, 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 oh. Es reicht noch nicht mal. Können wir hier noch zwei... Na, nur zwei. Abtransportieren. Oh, Moment, Moment, Moment. Ihr wollt doch, genau, das Stück. Konfus, konfus. Aber ein cooler Boss. Also ich finde die Bosskämpfe bislang wirklich sehr gelungen. Und ich glaube, ich hätte bei diesem Kampf hier auch viel mehr Pikmin verloren, wenn ich den Sturmangriff nicht eingesetzt hätte. Weil wenn man da anfängt, die einzeln hinzuschmeißen, oh ja, hier brauche ich 8 Stück, dann wird das definitiv anstrengender. So, dann schicken wir die beiden doch schon mal zurück zur Basis. Dann können die gleich unsere ganzen Pikmin wiederholen. So, zur Zwiebel bitte. Jawohl, Abmarsch. Ja, und dann können wir uns da schon mal einmal schnell umschauen. Hier. Ach, wahrscheinlich wird das gerade transportiert, weil das ist ja im Zwischengang. Hier wird mir nämlich auf dem Gamepad wieder so ein Symbol für eine Frucht angezeigt. Genauso wie hier, irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Vielleicht müssen wir uns hier, aber ne, hier kommt man irgendwo hoch, ne? Wüsste jedenfalls nicht, wie das gehen sollte. So, hier haben wir
das haarige Ungetüm besiegt. Dieses Ding, da kommt man nicht dran. Da brauchen wir bestimmt die Flug-Pikmin. Wir sind mal gespannt, wann die kommen. Hier geht's ins Wasser, da sind anscheinend auch nochmal zwei Früchte. Aber ohne blaue Pikmin wird das auch nix. Ich hoffe, die finden wir bald mal. Hier ist auch noch eine im Wasser. Da ebenfalls. Also ich glaube, wir können hier gar nicht mehr allzu viel abtransportieren. Wir können uns höchstens noch mit ein paar Feinden anlegen und dann die Leichname abtransportieren und darüber dann Pikmin züchten. Aber ich glaube, Obst, ja, es sieht so aus, ne? Also Obst können wir scheinbar nicht mehr viel machen. Na gut, sei's drum. Dieses fette Vieh, das passt hier ja gerade so durch. Mann, 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 was ein fieser Wurm. Ja, und du hast jetzt hier, ja, ihr drei fleißigen Pikmin, ne? Das schaffen sie nicht alleine. Ach ja, sind schon knuffig, die kleinen Kerlchen. Wieso kann ich denn nicht? Ach, die sind bestimmt gerade wieder irgendwo zwischen zwei Ebenen, deswegen kann ich gerade nicht wechseln. Aber schon ein bisschen schade, dass es nicht an den Strand ging. Das hätte ich auch cool gefunden. Irgendwie so ein Bosskampf direkt am Strand, wo dann vielleicht auch die Flut eine Gefahr ist. Ih! Direkt am Hintern von diesem fetten Viech. Oha, und das Handy scheint angekommen zu sein. Oh, die Drake ruft uns. Und? Jawohl, genau. Geborgenes Objekt wird analysiert. Na dann analysiere mal, liebe Drake. Ein Klapperarchiv. Ja, gar nicht so unpassend, der Name. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Ja, die menschliche, würde ich sagen. Zusammensetzung unbekannt. Hohe Signalstärke. Signal wird noch ausgestrahlt. Das heißt, der Akku ist noch nicht leer. Das ist uns sicher irgendwie nützlich. Alf soll sich das heute Abend mal ansehen. Er ist doch der Schiffsingenieur, also fällt ihm bestimmt irgendetwas ein. Ich frage mich, was der Knabe in seinem bisherigen zweijährigen Leben, weil viel älter sieht er nicht aus, groß gelernt haben kann, von wegen Ingenieur. Und das ist ja, weiß Gott, kein leichter Studiengang. Was ein Viech. Der hat doch immer noch zwei Wassermelonen da drin. Gib sie her! Wäre jetzt interessant zu wissen, wie viele Pikmin dadurch entstehen. Ich meine, das sind so viele, das müssten ja eigentlich. Wobei, Moment. Naja, genau, wir haben auch ein paar verloren. Dann können wir die erstmal pflücken. Wieso hilft hier der zweite Commander beim Pflücken und eben beim Bosskampf war das nicht der Fall? Lag das daran, dass die beim Sturmangriff irgendwie auch abgelegt werden, also nicht mehr mit im Team sind? Oder woran liegt das? Ich weiß es nicht. Oh, hier kommen ja auch noch einige. So, wir brauchten aber ja nicht mehr so viele. Dann schicken wir denen jetzt einfach mal ordentlich ein paar Rote mit. Hier kommen. Das reicht dicke. Ein Commander. Du nimmst sie bitte mal alle mit. Dann schicken wir denen nämlich noch den Rest von der Melone holen. Und mit den anderen gehen wir dann einfach noch ein bisschen so. Wo ist er? Genau da. Und dann gehen wir mit den anderen noch ein bisschen. Ja, Viecher kaputt hauen, ne? Wäre ja irgendwie unsinnig, hier den Tag zu verschenken. Und es scheint ja auch so, als wären jetzt neue Monster angekommen. Zumindest hier war ja gerade eins. Wir schauen uns einfach mal um. Ach, hier kommt noch ein Melonenstück. Oder, dass wir auch. Ja, das ist es. Das ist überhaupt die Idee. Wir haben hier so viele von den. Moment mal, dann brauchen wir aber den anderen Commander. Also, Alf, komm. Du kommst schon mal mit. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wir haben jetzt so viele Pikmin, die noch keine Blüte haben. Dann könnten wir doch eigentlich mal hochgehen und die verwandeln. Das ist doch eigentlich die Idee. Dann schicken wir doch mal, teilen wir das mal ein bisschen auf. Ich glaube, die Rock-Pikmin haben hier am meisten, haben so gut wie alle so ein Flügelding. Ich glaube, die gelben auch, ne? Na gut, dann schicken wir die mal alle wieder rein und holen irgendwas. Nein, nicht werfen. Holen uns stattdessen was anderes rein. Nein, nicht die roten. Das war genau richtig. So, die Schwarz und Gelb alle rein. Ich hoffe, wenn ich jetzt Schwarz und Gelbe wieder raushole, dass der mir dann welche rausholt, die noch keine Blüte haben. Wir gucken einfach mal. Na? Nee, irgendwie nicht. Okay, sei es drum. Egal, egal. Wobei, doch ein Versuch wage ich noch. Ich schicke noch mal. Wobei, oder ich hole mir einfach Rote. Rote scheinen das ja irgendwie noch nicht so viel zu haben. Dann hole ich mir jetzt einfach jede Menge Rote raus. Weil von denen haben wir ja jetzt am meisten gezüchtet in letzter Zeit. Boah, das heißt in letzter Zeit. Eigentlich, aber guck, 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 guck. Das war eine weise Entscheidung. Davon waren es hier ganz viele. Okay, gelbe brauchen wir aber 10 Stück. Ja, okay. Sollte eigentlich auch hoffentlich ausreichen. So. Du kannst hier erstmal
Wobei, Moment, du hast ja auch noch drei von denen, die nicht... Ach, egal, egal, egal. Ihr transportiert das jetzt ab, los, Abmarsch. Wir gucken, dass hier kein Pikmin stehen bleibt. Der Commander ist mir eigentlich auch fast egal. Wobei auch nur fast. Ach was, jetzt ist der Tag auf einmal doch schon fast rum. Okay, das könnte eng werden. Ja, das schaffen wir nicht mehr, ne? Hm, doof. Aha, zumindest ist es gut, dass der noch hier ist, sonst wäre hier wieder einer stehen geblieben. Ach ja. Ja, ich glaube, das könnte verdammt eng werden. Schade, jetzt habe ich einmal so viele hier angekommen. Was jetzt? Wir versuchen es. Mal sehen, ob das klappt. Nein, du nicht. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist ja noch vielleicht eine Minute oder sowas, die wir jetzt Zeit haben, oder noch nicht mal. So, okay. Und jetzt, wo ist das komische Ding? Man sieht es wieder kaum. Da. Reicht das schon? Jawohl, sehr schön. Genau. Optimal. Oh, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen mehr Zeit. Okay, auf jeden Fall nur die roten raufschmeißen. Von denen sind ja ganz viele noch ohne... Komm schon. Jetzt haben wir natürlich exakt die raufgeschmissen, die alles schon hatten. Komm schon, schneller. Also ich fände es immer noch praktisch, wenn man A gedrückt hält, dass man dann die direkt alle hochschmeißt. So im Schnellwurfmodus quasi. Nee, dich brauchen wir nicht. Genau, dich brauchen wir. So, alle anrücken. Boah, ob wir das schaffen. Mann. Kleines bisschen mehr Zeit. Dann wäre es kein Problem. Egal, wir versuchen einfach unser Glück. Wir sind ja gleich da. Jetzt nur hoffen, dass hier keiner runterfällt. Das wäre fatal. So, bislang sind ja alle da. Ja, wunderbar. Okay, so, drauf. Schön verteilen. Überall angreifen. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Da können wir noch einiges draus machen. Okay, so, dann erstmal alle antreten. Oh ja, jetzt geht's los. So, kommt, schlurft. Okay, noch 7 Sekunden. Wir schaffen noch... Oh Mann, warum nicht noch eine halbe Minute mehr? Komm, trinkt. So, und den da auch noch. Nein, das war... Nee. Komm. Nur noch den einen. Ja, okay. Sei es drum. Die meisten haben wir ja. Vielleicht schaffen wir es hier nochmal ein paar. Aber nicht, dass wir die jetzt... Boah, hoffentlich. Die bleiben ja stehen, nachdem sie getrunken haben. Nicht, dass ich die jetzt in den Sand gesetzt habe. Das wäre natürlich fatal. Gucken wir es uns an. Bitte kommt da jetzt keiner angerannt. Das wäre echt gemein. Das ist mir schon mal aufgefallen, wenn irgendwie Pikmin... Nee, keins. Okay, sehr schön. Wenn Pikmin was abtransportieren, und die sind gerade zwischen zwei Ebenen. Also zum Beispiel, wenn die vom Boss, da gab es ja so 2, 3 Abschnitte, wo man in den nächsten teleportiert wird, wenn man so will. Und wenn die dazwischen gerade sind, dann werden die nicht als noch rumlaufende Pikmin angezeigt. Und das ist dann ziemlich fatal, weil man denkt, ja, okay, ist ja keiner mehr da. Auf die Art und Weise haben wir ja schon einmal fast welche verloren. Aha, etwas Neues! Bin ich mal gespannt, wie die Wassermelone nennen. Wässriger Titan. Ja, das kommt doch durchaus hin. Na gut, dann rein mit dem Zeug. Meins ist Wassermelone zwar nicht, muss ich sagen, aber... Was, so wenig? Ich meine, klar, hier gibt es ein paar Stücke, aber das ist ja... So, aber der Dicke, der muss jetzt ordentlich was geben. Sonst bin ich enttäuscht. Das ist ja jetzt erst die erste Flasche hier. Und ich meine, das war eine Endbossfrucht. Also Minimum 2,5 Flaschen erwarte ich da. Ja, gut, okay, jetzt kommt es allmählich. Ach was, die ist noch nicht voll. Also ich glaube, mehr als 2,5 wird das wirklich nicht. Vielleicht 3. Also da hätte ich jetzt von der Wassermelone echt mehr erwartet. Ja, okay, 3 könnten wir schaffen. Hier sind ja noch 2 Stückchen. Ja, 3 werden es wahrscheinlich. Oder? Spannung. Ja, doch, 3 werden es. Naja, gut, ist okay. Ich hätte 4, hätten sie ruhig draus machen können. Also einfach, weil es so eine Riesenfrucht ist. Aber wahrscheinlich ist das einfach ausgeglichen. Immer alle Bossfrüchte 3. Ich habe allerdings jetzt nicht drauf geachtet, aber es war halt immer mehr als bei einer normalen Frucht auf jeden Fall. Okay. Na, dann war das doch eigentlich ein ganz erfolgreicher Tag. Die meisten haben wir ja geschafft umzuwandeln.
Und wie viel hat der Boss gegeben? Oh ja, oh ja, oh ja, das war ein heftiger Sprung. Bestimmt 50 Pikmin oder so. Ja, und 20 Stück, das war alles eine Attacke. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr euch bei dem Boss angestellt habt, aber ich dachte am Anfang erst, der wäre richtig billig einfach. Aber diese Attacke, da kann man ja schon richtig böse Pikmin verlieren. Also, wir haben das von der Riesenkreatur verschluckte Kommunikationsterminal geborgen. Ich überlasse es dem jungen Alf, das darin enthaltene Empfangsgerät mit dem Kommunikationssystem der Drake zu verbinden. Die Kreaturen auf diesem Planeten verschlucken wirklich alles. Sogar einen Zellen-Captain bin ich. Dabei, jetzt geht mir der Platz aus. Dann schreib auf zwei Seiten, du Pfeife. Jetzt wusste ich gar nicht, wer es ist. Okay. Also ich hoffe wirklich, wir finden allmählich mal die neuen Pikmin-Sorten. Also Fels-Pikmin haben wir ja schon, aber die Flügel-Pikmin und die Wasser-Pikmin, die es ja eigentlich auch schon in den Vorgängern gab, die könnten wir auch verdammt gut brauchen allmählich. So, Tag 16. Der kommt aber dann im nächsten Part. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Würde mich freuen, Däumchen nach oben, wenn ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wobei, Moment, Signalsuche, genau, wir haben ja noch ein neues Element gefunden. Das heißt, es müsste jetzt ja zum nächsten Gebiet gehen. Das schauen wir uns natürlich noch schnell an. Seht nur, da sendet jemand ein Signal. Das ist ja ganz was Neues. Das ist doch bislang immer so gewesen. Vielleicht ist es Captain Olimar, dieser Außerirdische von Hockitate. Ganz bestimmt. Und sicher hat er auch unseren Überlichtschlüssel. Ich weiß nicht, was, wenn er es auf unsere Vorräte abgesehen hat? Ja, Leute, das ist der liebe Captain Olimar. Nun denkt mal, nicht so böse. Keine Angst, Brittany. Falls etwas passiert, werde ich sie mit meinem Leben... Dann ist ja alles klar. Machen wir uns auf den Weg. Captain, wen willst du denn schützen? Du wirst sogar von einer Motte gefressen. Das wird nix. Okay, Fluss der Veränderung. Fluss, vielleicht finden wir da mal Wasser-Pikmin. Das wäre doch mal was. Naja, mal sehen. Und ich glaube, hier haben wir jetzt auch schon einige Früchte, ne? Ja, 11 von 18. Also, ich glaube, wenn wir... Wollt ihr das eigentlich sehen an dieser Stelle? Nochmal schnell die Frage. Wollt ihr, dass wir nachher die ganzen Früchte noch einsammeln? Hier, oh Gott, 4 von 17. Da fehlt ja noch so gut wie alles. Also, wollt ihr sowas sehen oder ist das für euch eher uninteressant? Schreibt mir das gerne noch in die Kommentare rein, dass ich weiß, ob ich das nach der Story noch anhänge oder nicht. Oder ob ich das offscreen mache. Also, ich sammle die Früchte auf jeden Fall, aber ob halt mit euch oder alleine, das müsst ihr mir noch reinschreiben. Okay, beim nächsten Mal geht's dann zum Fluss der Veränderung. Bis dahin, alles Gute, euer Godrock. Ciao.